Mir bleibt nichts anderes übrig, als meinen Vater zu finden. Also schon sind wir in einer schwierigen Situation. Vielleicht hätte ich nicht alles Geld in die Tasche stecken sollen. Tja, ich schätze mal, aus Fehlern lernt man. Hier kurzer Einschnitt von mir. Das ist auch wirklich sehr interessant an dem Spiel. Es kommen immer wieder solche Gedankenszenen von ihr. Sie denkt nach, sie reflektiert über das, was passiert ist. Ist auch sehr geil gemacht, finde ich. Tja, dann suchen wir mal Papa. Alles klar. Wir gehen also zurück, um jetzt unseren Vater zu finden. Jetzt haben wir hier dieses Menü. Wir können jetzt hier zum Beispiel lang gehen, wir können aber auch da lang gehen. Wir gucken uns das jetzt an. Hier haben wir eine Suchfunktion. Da können wir dann gucken und hier zum Beispiel eine Hinweistafel. Auf der Tafel ist ein Bild von Lake Juliet zu sehen. Und jetzt kommt halt so eine Beschreibung. Wir heißen Sie am Lake Juliet herzlich willkommen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. In dieser Oase der Ruhe und Entspannung inmitten der malerischen Romeo Mountains. Erkunden Sie unser Netz an Wanderwegen, auf den Anfänger entspannen. Und erfahrene Wanderprofis Ihr Können unter Beweis stellen dürfen. Oder lassen Sie sich bei einer Bootsfahrt auf dem See die Seele baumeln. Hey, das könnte Spaß machen. Ja, sehe ich auch so. Hier haben wir nun ein Fotoapparat. Wir haben unser Inventar, wo die Dinge drin sind. Wir haben das DAS-System. Ja, wo wir hier nun einmal gucken können. Wir können uns die Fotos angucken, Mitteilungen vom Papa lesen, Charaktere da nochmal gucken. Die Handlung wird auch festgehalten wie in dem Buch. Optionen, und hier müsste noch eine Speicherfunktion hinterher dann sein, die wir aber im Moment noch nicht haben. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal hier lang. So, man muss es gedrückt halten und schon blinkt unser DAS-System auf. Wir haben eine Mitteilung. Eine Mitteilung von Papa. Ah, da haben wir ja. Ashley, es tut mir wirklich leid. Das Aufschlagen des Zeltlagers hat mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Deshalb werde ich dich leider nicht abholen können. Ich warte am Zeltlager auf dich. Melde dich doch schon mal im Gästehaus an. Alles klar. Er will, dass ich direkt zu seinem Zelt komme? War ja wohl klar, als ob er mich abholen würde. Und wo finde ich überhaupt dieses Gästehaus? Ja, eine gute Frage. Wo ist das Gästehaus? Wir werden uns jetzt auf den Weg machen zum Gästehaus. Und so wie es halt ist, werden wir das hier schon mal erkunden. Hier ist ein Wegweiser zum Gästehaus. Zutritt zum Zeltplatz nur mit Ausweis. Im Gästehaus wird Ihnen ein Zeltplatzausweis ausgestellt. Ich brauche einen Ausweis, um auf das Gelände des Zeltplatzes zu kommen. Das ist also das Gästehaus. Ja, richtig geschlussfolgert, wir werden demnach einfach mal ins Gästehaus eintreten. Und rein geht es. Ein Gerät ist an der Tür angebracht. Wofür ist das wohl? Ja, das wissen wir nicht, aber wir wollen doch da rein. Dort ist eine Tür. Dies muss das Gästehaus sein. Oh nein. Abgeschlossen. Und jetzt? Eine gute Frage. Wir haben hier, vielleicht ist da ein Ersatzschlüssel, ein großer Blumentopf. Da sind rote Blüten dran. Hübsch. Naja, okay. Das heißt, das Gästehaus ist vorerst zu. Schade. Wir können also nicht da rein und dann gehen wir einfach mal weiter. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr alle Rätsel, ich habe keine Ahnung mehr wirklich von dem Spiel. Deswegen ist es wie ein Blind-Projekt im Prinzip. Oh, hier führt ein Pfad nach rechts. Ja, dann wollen wir doch einfach mal nach unten gehen. So. Oh, Mom, fragen wir doch mal den Mann. So, fertig. Entschuldigung? Ja? Oh, er sieht aus wie ein Ranger. Wo liegt das Problem? Ist das Gästehaus heute geschlossen? Geschlossen? Nein! Heute müsste es geöffnet haben. Aber ich warte dort und die Tür war verschlossen. Ich war dort. Merkwürdig. Möglicherweise macht er gerade Pause. Wer macht Pause? Im Gästehaus arbeitet ein Student. Er ist ein guter Junge, aber seine Motivation lässt zu wünschen übrig. Sobald die Gäste gehen, macht er sich vom Acker und trifft seine Freunde. Wenn du ein bisschen wartest, ist er bestimmt bald wieder da. Ach so.
Und hier wieder unsere Gedanken zu dem Ganzen. Wie ätzend. Ich komme hierher und sofort wird meine Tasche gestohlen. Jetzt ist keiner im Gästehaus. Schlimmer kann's wohl nicht werden. Ja, hier wieder diese Reflexion über das, was ist passiert, eine Wiederholung. Hey! Wer ist das? Der Ranger. Alles in Ordnung, du hast gerade etwas abwesend gewirkt. Was ist denn los? Vielleicht kann ich dir helfen. Also, ich weiß nicht. Keine Sorge, ich arbeite hier als Ranger. Du kannst mir vertrauen. Ich heiße Dan Maxwell. Hallo Dan. Das ist also Dan Maxwell, der Ranger am Lake Juliet. Mr. Maxwell? Nenn mich einfach Dan. Und wie heißt du? Ashley. Ashley Mitsuki Robbins. Ist etwas passiert, Ashley? Meine Tasche wurde gestohlen. Gestohlen? Ja, jemand hat sie mir weggeschnappt. Wie ist das passiert? Als ich aus dem Bus stieg, hat mich jemand von hinten geschubst. Dabei habe ich meine Tasche fallen lassen. Jemand hat sie sich geschnappt und ist weggerannt. Eindeutig ein Diebstahl. Sag ich ja. Wer hat dich geschubst? Ich weiß es nicht. Ich habe nur den Rücken der Person gesehen, die weggerannt ist. Konntest du irgendetwas erkennen? Ich glaube, es war eine Frau. Ich bin ihr nachgerannt, hab sie dann aber aus den Augen verloren. Verstehe. Wie sah die Tasche denn aus? Wie groß war sie? Ja, jetzt müssen wir interaktiv selbst sagen, wie groß die Tasche war. Also ich würde mal sagen, sie war eher so groß. Sie war ungefähr so groß. Diese Größe, sagst du? Yep. Sie ist weiß und am Rand rosa. Außen ist noch eine Tasche aufgenäht, auf der das Bild eines Hasen drauf ist. Sowas hat bestimmt nicht jeder. Ja, und es ist Pinky Rabbit. Das klingt nach einer sehr hübschen Tasche. Ich hatte die Tasche, seit ich klein bin. Waren irgendwelche Wertgegenstände in der Tasche? Da war ein wenig Geld drin. Was wichtiger ist, mein Lieblingsteddy war auch drin. Dann waren da ein Etui mit einem Pleck drin, meine Notenblätter, viel wichtiges Zeug. Ich verstehe. Ich halte nach deiner Tasche Ausschau, wenn ich meine Runden drehe. Vielleicht finde ich heraus, wo sie hingekommen ist. Echt? Überlass das mir. Außerdem solltest du im Gästehaus ein Formular fürs Fundbüro ausfüllen. So erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, deine Tasche wiederzusehen. Okay. Übrigens, Ashley, bist du allein hier? Ich bin alleine hierher gekommen, aber ich werde meinen Papa auf dem Zeltlager besuchen. Er ist schon dort und er erwartet mich. Ach so, gut zu wissen. Du machst dir bestimmt Sorgen um deine Tasche, aber such erstmal deinen Vater auf. Dann geht's dir bestimmt schon besser. Schön wär's. Das wird schon. In so einer Situation ist es gut, einen Vater in seiner Nähe zu haben, der sich um einen sorgt. Vielleicht. Gehst du mit deinem Vater oft zum Zelten? Nein, nie. Es ist das erste Mal, dass wir gemeinsam zelten gehen. Ach so, verstehe. Na dann, hab viel Spaß, okay? Naja, wir sind freundlich, klar. Wir werden eine Menge Spaß beim Zelten haben. Oh ja. Dein Vater kann sich glücklich schätzen. Warum? Nun ja. Meine Tochter wird dieses Jahr 5. Ich hoffe, dass sie in deinem Alter genauso gerne mit ihrem Vater zum Zelten geht, wie du jetzt mit deinem. Ah, ja, natürlich. Jetzt verstehe ich, was sie meinen. Vermutlich geht jeder Vater irgendwann mal gerne mit seinen Kindern zelten. Ha, aber natürlich!
Hey Schlee, ich hoffe, du genießt die wunderschöne Natur am Lake Juliet. Wir haben zwar keine Einkaufszentren oder ein Kino, aber man kann hier viel Spaß haben. Vielleicht. Und versprich mir eins, wenn ihr fertig seid mit dem Zelten. Ich weiß. Wir sollen unseren Müll wegräumen, stimmt's? Genau. Es wäre fantastisch, wenn alle Besucher so wie du wären. Leider haben wir hier seit kurzem Probleme mit einigen Störenfrieden. Störenfriede? Wir behalten uns also diese Frage für hinterher auf. Wir können diese Frage hinterher noch stellen. Sie bereiten uns ziemliche Scherereien. Es bedeutet nur noch mehr Arbeit für uns Ranger. Und eine weitere Frage, die wir im Anschluss stellen können. Wir fragen nach den Störenfrieden. Störenfriede? Wer denn? Irgendwelche Kinder, die hier in den Wäldern für Unruhe sorgen. Sie kommen neuerdings aus nahegelegenen Städten und treffen sich hier in der Natur. Sie machen mitten in der Nacht viel Krach, brechen Äste ab, lassen ihren Müll hier. Böse Kinder gibt's überall, glaube ich. Das stimmt. Neulich haben sie auch ein bisschen mit Feuer gespielt. So langsam glaube ich, sie könnten etwas mit der abgebrannten Villa zu tun haben. Abgebrannte Villa? Eine weitere Frage. Wir fragen natürlich nach der abgebrannten Villa. Das klingt für uns wesentlich interessanter. Es gab ein Feuer in einer Villa? Ja, am Ende dieses Weges stand mal eine große Villa. Sie ist allerdings vor 3 Tagen abgebrannt. Das Schild, das ich hier aufstelle, soll die Leute davor warnen, auf das Gelände zu gehen. Die Überreste wurden noch nicht weggeräumt und es ist dort nicht sicher. Halte dich von dem Brandort fern, verstanden? Ja. Okay, und die letzte Frage. Was gehört eigentlich zu den Aufgaben eines Rangers? Wir patrouillieren die Wälder, um sicherzugehen, dass es zu keinen Unfällen kommt. Außerdem verhaften wir Leute, die Bäume fällen oder illegal Feuer anzünden. Sie können tatsächlich Leute verhaften? Aber natürlich! Ich muss zugeben, Sie sind der erste Ranger, dem ich begegne. Du bist wohl nicht allzu oft in der Wildnis. Stimmt. Das bekomme ich von den Stadtkindern. Das bekomme ich von den Stadtkindern ab und an mal zu hören. Denen fällt meistens nur eins ein. Ranger sehe ich immer nur im Fernsehen. Nun, das Gästehaus dürfte wieder besetzt sein. Geh am besten hinüber und sieh nach. Okay. Ich gehe gleich rüber. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Also, der Ranger hat uns schon über einige Dinge aufgeklärt, die es hier gibt in diesem Spiel. Oder was heißt in diesem Spiel? Sondern er hat uns einige Fakten gegeben, die hinterher noch wichtig werden. Eine abgebrannte Villa. Störenfriede. Kinder, die durch den Wald rennen. Ja, Leute, all das wird hinterher in dem Spiel noch wichtig, soweit ich mich erinnern kann. Und wir werden jetzt aber erstmal gucken, ob in unserem DAS-System eine Speicherfunktion vorgesehen ist. Und die ist. Deswegen werden wir nun hier erst einmal speichern. Jetzt speichern. Ja. Bitte betätigen den Speicherknopf. Speichern erfolgreich. Wir speichern auch noch auf einer zweiten Datei. Ich speichere immer auf 2 Dateien, falls die eine mal aus unerfindlichen Gründen einfach mal weg sein sollte. Ja, Leute, das war's dann von mir. Ich habe die ersten 2 Parts aufgenommen und wir sehen uns dann in einer Woche wieder mit dem nächsten Part oder vielleicht auch den nächsten 2 Parts von Another Code R. Ja, die Suche nach der verborgenen Erinnerung. Schreibt mir, was ihr über das Spiel denkt, wie ihr es findet und was eure Eindrücke sind. Vielleicht kennt ihr das Spiel, keine Spoiler bitte. Wir werden durch das Spiel so durchgehen und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute, euer TT Gamer. Ciao!